Wollen wir jetzt überhaupt mal auf die Leistung? Ja, Leistung sind wir gerade drauf eingegangen. Ganz anders. Bitte? Ganz anders. Chris, du bist ja richtig witzig heute. Ganz anders. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute haben wir einen Audi Q7 3 Liter TDI da mit 272 PS Werksangabe und 600 Newtonmeter. Bekommt bei uns eine Softwareoptimierung, ganz normal Stage 1. Wir nehmen euch bei bestem Allradwetter, hier, guckt ihr das an. Es regnet, aber es ist immer noch 20 Grad, deswegen habe ich auch eine kurze Hose an. 20, 22 Grad haben wir heute, aber es regnet, ne? Nehmen wir euch wieder mit, wir machen eine Eingangsdiagnosefahrt. Und dann gibt es eine Eingangsmessung, es gibt die Optimierung, es gibt die Ausgangsmessung und die Ausgangsdiagnosefahrt. Sollen wir los? Okay, dann los. Ja, das wird das letzte Mal sein, dass wir unsere Diagnose-Eingangsfahrt mit diesem, wie heißt das eigentlich? Stars. Ich weiß nicht. Wie? Gustars steht da. Ich blick's auch nicht. Ich weiß gar nicht, warum wir das Ding damals gekauft haben. Wir haben ja erst eine Driftbox gehabt. So, jetzt halt ich bitte fest. Wir haben ja von einem YouTube-Zuschauer und auch mit jemandem, der mir auch schon öfters mal per Insta geschrieben hat, aber aus datenschutzrechtlichen Gründen darf ich natürlich hier keine Namen nennen, haben wir eine neue Box zugeschickt bekommen. Und was haben wir geschickt bekommen? Eine Draggy. Eine Draggy. Also schon mal vielen Dank im Voraus. Aber wir haben sie nicht geladen, hast du gesagt, ne? Und wir werden sie natürlich... Im nächsten Video werden wir natürlich für euch die Diagnosefahrt mit der Draggy machen. Nicht, weil wir uns gebeugt haben, weil so viele Leute uns immer deswegen hier an den Pranger stellen, sondern einfach nur aus Respekt von dem Herrn, der uns eine Draggy gekauft hat. Bei einem, auch jemandem, den ich kenne, beim Andreas Hautzenberger, Turbo Performance, da kommt ein Paket von Turbo Performance, weil der Andreas Hautzenberger handelt wohl damit, wusste ich gar nicht. Und wir kriegen ein Paket von Turbo Performance mit der Draggy drin, aber gleichzeitig schrieb mir der Herr bei Insta, ey, es kommt heute ein Paket von Turbo Performance bei euch an. Witzig. Also vielen, vielen Dank. Und aus Respekt natürlich vor solchen Leuten, die einfach ihr eigenes Geld ausgeben, um uns eine Draggy zu schicken, messen wir jetzt einfach ab dem nächsten Auto mit der Draggy. Ob das das nächste Video ist, kann ich euch nicht sagen, weil wir ein bisschen hin und her springen gerade mit den Videos und natürlich nicht immer alles in der Reihenfolge kommt. Also wir haben jetzt zum Beispiel Mitte Juli und das Video kommt hier ungefähr Anfang August oder so. Und bis dahin haben wir dann wahrscheinlich jetzt schon ein bisschen was dann getan mit der Draggy, aber es ist schon witzig. Und, aber ihr müsst uns natürlich sowas nicht schenken oder so. Wenn ich mir sowas oder wenn wir uns das zulegen wollen, dann legen wir uns sowas zu. Gehen wir dann natürlich, ich weiß noch nicht, welches Auto wir mit der Draggy dann messen, gehen wir natürlich drauf ein. Ne? Dann fahren wir in S Dynamic. Select Drive, Individual Dynamic, 100, 200? Ja. Weißt du, was gerade jetzt in dem Moment passiert? Gerade jetzt in dem Moment? Unser Folierer, AT Folienwerk, wird gerade Papa. Ui. Trau ich einfach mal raus. Komischerweise ist er ganz aufgeregt. Oh, das wird sportlich, 100, 200, sagst du, ne? Das ist so eine gute Idee, war. Ja. Ah, und LKW. Fahr einfach raus. Ist gar kein Thema. Warum? Warum? Franzose. Was? C? Das ist. Ja? Ja? Ist ein Franzose, ne? Franz ist F. Ja, und Buchstabe, Zahl, Buchstabe. Kann kein Deutsches sein, hast du recht. Ist egal. Ey, das ist unfassbar. Kommst du mit so einem Koloss an, der auch genug Licht vorne hat? Wir sind ja nur. Naja, egal. Gut. Eingangsfahrt haben wir hinter uns. Erzählt habe ich auch genug. Miltec Sport Performance Exhausts mit meiner Kennzeichen. Ach, die sind ja am Ring, ne?
Miltech ist ja, also Miltech-Stützpunkt ist am Ring. Machen wir gar nichts mit. Aber ist mir gerade mal aufgefallen. Stimmt, die kommen ja eigentlich aus England. Und haben hier einen Stützpunkt am Ring. Direkt gegenüber, neben Gatspeed und Capricorn. Das alte Gebäude von dem Rotec Race Team. Vom Rob Holland hieß der, glaube ich. Ah, alles intern, das die ich hier ausplaudere. Gut, bis gleich. Messung. Statt 272 PS schon 304,8 PS, streuen aber immer nach oben. Und eine 608 Newtonmeter statt 600 Newtonmeter, 8 Newtonmeter mehr, also sehr gut im Futter. Steuerung ist relativ alt, das ist eine EDC 17 CP54, also ist noch keine MD-Generation. Auto ist ja auch schon was. Jetzt nicht schon, dass die deutsche Regierung hat da gesagt, altes Auto, ist aber von 2015, ne? Also es ist schon 6 Jahre alt. Steuerung brauche ich jetzt nicht schwer drauf eingehen, gibt es auch nichts Besonderes. Wir machen alles mit, inklusive auch der V-Max. Obwohl, ich würde, ja doch, ich müsste mal, meinst du, der erreicht die Serie? Schwierig. Würde ich jetzt gar nicht drauf wetten, ob der die erreicht. Steht jetzt auf 300. Fürs Gewissen kannst du an der Tanke sagen, meine V-Max steht auf 300 km/h. So, und sonst haben wir auch alles, ne? Skomrel, Dieselmotor, klar, Ladedruck. Ladedruck wird hier nur um 40 mm angehoben. Nur mal so, falls es einen interessiert. Also Ladedruck ist nicht immer alles. Leistungssteigerung ist auf 334,4 PS und 705 Newtonmeter angewachsen. Sprich, 97 Newtonmeter und 30 PS. Das ist dann auch so, dass man sagt, okay, es ist jetzt keine Riesensteigerung, aber wie gesagt, der 272 PS ist ja auch schon grundsätzlich sehr gut im Futter. Ich würde sagen, wir nutzen jetzt noch das gute trockene Wetter und hauen nochmal auf die Autobahn, um unsere Diagnose Ausgangsfahrt zu machen, oder? Auf geht's. Wir würden laufen. Ist dir schon mal aufgefallen? Wie viele Leute eigentlich am Handy die ganze Zeit sind? Hä? Ja. Drei Autos jetzt gerade in Folge, Leute am Handy, hier alle am Rhein sprechen. WhatsApp, dirty talk. Willst du unseren Zuschauern nochmal sagen, dass ich gerade wieder gedisst habe, bevor wir hier ins Auto eingestiegen sind? Gedisst nicht. Gedisst nicht? Ja, warum? Komm, pass auf, ich speichere jetzt gleich meine Insta-Story, die jetzt gerade online ist, bei Insta. Aber das ist ja jetzt schon ein paar Wochen her, wenn ihr das Video seht. Und dann kannst du die mal einblenden. Und schreibt mir bitte unter die Kommentare, findet ihr das gedisst oder findet ihr das nicht? Was machst du? Chris. Komm, einmal Foto. Einmal Foto, komm, einmal grinsen. Stark. Nachdem er dachte, es wäre ein Foto. Nein, ich wusste das nicht. Ach, das war ein Video. Hast du gesagt, hoffentlich sehen das meine Freunde nicht. Was hast du gesagt? Hoffentlich sehen das meine Freunde nicht? Also
Weil sonst wird das gegen mich verwendet. Gegen dich verwendet. Definitiv. Wird das jetzt bei YouTube veröffentlicht? Weltklasse. Und dann schreiben bestimmt wieder ein paar Jungs und Mädels drunter. Und diverse, muss ich ja auch sagen mittlerweile in Deutschland. Du disst deine Kameraleute, boah, wenn ich bei dir Kameramann wäre, hätte ich ja gar keinen Bock mehr. Haben wir ja schon mal welche drunter geschrieben, ne? Also ich finde, seitdem du bei uns arbeitest, das Sitzplatz-Fuß, das funktioniert super. Echt? Ja. Das finde ich aber auch. Pfote kann ich auch geben. Pfote? Ja. Pfote kann ich auch geben. Weltklasse. Ja, ein bisschen Spaß muss doch sein, oder? Ja, aber die Leute nehmen euch ja in Schutz. Auch beim Kevin. Wollen wir jetzt überhaupt mal auf die Leistung? Ja, Leistung sind wir gerade drauf eingegangen. Ganz anders. Bitte? Ganz anders. Ganz anders. Chris, du bist ja richtig witzig heute. Ganz anderes Auto, sagt er. Ganz anderes Auto. Ja. Es ist ein bisschen trockener. Ein bisschen. 21 Grad, guck mal. 15.30 Uhr. Die Autobahn ist wieder voll Berufsverkehr. Neunzehn? 19,1. Ja, guck mal. Das hat er noch einen gekriegt. Ja, ja. Gut. 100 Newtonmeter knapp mehr, oder? Ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Von 10 Minuten darüber gesprochen. Aber egal. Klar. Ne? Also, du hast natürlich hier bei so einem 3-Liter TDI. Hast du natürlich ein bisschen mehr Druck an der Kupplung. Es wird immer noch kein Rennauto. Aber gerade, ne? Das ist aber immer so. Die breiten, großen SUVs, so die 3-Liter TDIs oder auch. Wenn es ein SQ7 ist oder so, so ab 160, 170 merkt man es halt auch deutlich, ne? Dass du das Drehmoment mehr hast, höhere Gänge, Gas geben, hast du auf jeden Fall, das ist dieser Unterschied im Fahren, ist jetzt nicht 100, 0 auf 100 oder so, sondern einfach dieses aus dem 160 km/h, 170 km/h nochmal kurz überholen, Gas geben, da sind die Autos einfach deutlich spritziger. Ne? Gut, in diesem Sinne, genug erzählt heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. We'll be right back.